Wussten Sie, dass in Deutschland über 2,8 Millionen Kinder oder Jugendliche von Armut bedroht oder betroffen sind? Das ist jeder Fünfte. Auf diesen schockierenden Missstand möchte ich heute am Internationalen Tag der Jugend aufmerksam machen. Für diese Kinder bedeutet das permanenten Stress. Es bedeutet Existenzängste. Es bedeutet, ausgeschlossen zu sein und nicht teilhaben zu können. Ihre Realität sieht so aus, dass sie keine Karte fürs Kino bezahlt bekommen von ihren Eltern, dass sie kein Tablet haben, um für die Schule zu lernen, dass sie nicht an der Klassenfahrt teilnehmen können. Diesen Umstand müssen wir dringend ändern. Denn eine Gesellschaft hat die Verantwortung, in ihre Zukunft zu investieren. Und unsere Zukunft sind die Kinder. Diese Zukunft sollten wir nicht aufs Spiel setzen. Deswegen brauchen wir endlich eine anständige Familienförderung, die nicht so zergliedert ist wie unsere heute. Wir brauchen eine Kindergrundsicherung, die vor allem Kinder und Jugendliche aus armen Familien fördert. Das Geld muss direkt bei den Kindern ankommen und bei den Jugendlichen. Es muss ihnen die Teilhabe ermöglichen, es muss ihnen Bildung ermöglichen und echte Chancen auf ein gutes Leben geben.